Baue eine Mauer und sprenge die Brücke. Die Welt ist so krass in irgendwelche Schubladen sortiert, damit wir das leichter verstehen und irgendwie, ne, das Gehirn das besser verkraften kann. Und ich habe halt einfach zufälligerweise eine Kunstrichtung, die man gut definieren kann. Ich mache halt Popmusik. Vinyl und Wein, der Musikpodcast, der zusammenbringt. Spannende Persönlichkeiten, einzigartige Alben auf Vinyl und liebevoll ausgesuchter Wein. Verdächtige Elemente sofort unschädlich machen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vinyl und Wein. Lieber Jonas, bist du weinmäßig gut ausgestattet? Ich hoffe doch. Unser Gast heute hat eine wunderbare Musikauswahl und ich hoffe, deine Weine passen. Wir hören nämlich heute etwas von The Doors, von Air, von Pink Floyd und von Kraftwerk. Das ist eine Auswahl, Leute. Das ist mal großes Kino. Und unser Künstler, den wir heute zu Besuch haben, der heißt Maxim. Ist ein deutscher Singer-Songwriter, hat vor 10 Jahren seinen großen Durchbruch gehabt mit dem Album Staub und mit dem Song Meine Soldaten, war dann auch beim Bundesvision Song Contest aktiv und. Und er ist ein kleiner Geschmacksbotschafter. Er hat französische Wurzeln und weiß ganz genau, wovon er redet, hat, glaube ich, ganz ausgebildete Geschmacksnerven. Also Jonas, du musst dich heute ganz warm anziehen. Wir haben was vorbereitet. Die große Musik auf Vinyl, dafür eher die kleinen und etwas unbekannteren Weine im Glas. Wir machen eine kleine Italienreise heute. Wir haben gehört, der Maxim trinkt sehr gerne sizilianische Rotweine. Und die wird er auch bekommen, aber erst sehr spät. Dann wollen wir ihn gleich mal reinlassen. Und vorher stimmen wir uns ein mit Meine Soldaten aus dem Album Staub. Einen winzigen Stein für eine gewaltige Welle. Ein Funken im Zunder und alles steht wieder in Flammen. Die ganze Fassade klappt wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Maxim, hey! Hey! Schön, Moin. Dass du da bist. Dankeschön, und schön, dass wir deinen mich. Song hören durften. Meine Soldaten. 10 Jahre ist das her. Wahnsinn, oder? Kommt dir das so lange her vor? Nee? Nee, das ist doch, als wär's gestern. Wann hast du den Song das letzte Mal gehört? Also so in der Aufnahme, das ist, keine Ahnung, vielleicht Jahre her oder so. Nein. Ja, ey, was macht man nicht? Also, nee. Okay. gibt's keinen Grund für mich, für jetzt meine eigene Musik zu hören. Aber auf deiner Tour, du bist gerade aktuell auf Tour? Spiele ich natürlich, ja? aber anders. Ja, also natürlich ganz anders, ja. Ja. Nicht ganz anders, aber halt, man passt es immer an. Es gibt ja immer andere Besetzungen und man muss es ja auch immer wieder neu irgendwie hinlegen, damit es noch Spaß macht, es zu spielen. Ne? Ist doch bestimmt auch ein Reiz, ne? Zu sagen, ach, jetzt mache ich nochmal wieder irgendwie was anders und ich will das nicht falsch verstanden wissen, langweilig wird, wenn man den immer genau gleich spielen so ist wird. Es. Aha, mein Glück. Es wäre dann irgendwann langweilig. Ja. Ja, klar. Es gibt Leute, die das können. Also ich war mal auf einem Coldplay-Konzert zum Beispiel und die spielen halt Fix You einfach genauso immer noch, wie es auf der Platte ist. Und es wirkt auch auf mich nicht so, als wäre das so runtergerattert oder so. Das ist auch dann natürlich total cool für die und auch für die meisten Leute, weil, seien wir ehrlich, sehr viele gehen auf ein Konzert, um ihr eigenes Gedächtnis zu feiern. So. Aber ich kann das nicht so gut. Ich musste mir das immer so ein bisschen verändern und so und einfach ein bisschen damit spielen, damit ich einfach so mit einem neuen Gefühl da reingehen kann bei jeder Tour. Wir machen jetzt auch ein bisschen Spiel. Wir machen ein bisschen Gaumenspiel. Jawohl. Ja, es gibt was zu trinken. Und ich finde, wir stoßen auch einfach mal an. Und wir haben gerade gesagt, es ist 10 Jahre her, dass Meine Soldaten erschienen ist und das Album Staub. Und darauf kann man ja mal. Da kann man anstoßen. Die Gläser klingen. Also, es gibt ja immer einen Grund, irgendwas. Ja, das glaube ich. Das ist sogar ein guter. Zum Wohl. Zum Wohl. Wir haben was Prickelndes im Glas. Wir können ja mal kurz ein bisschen auf die heutige Weinauswahl überhaupt zurückkommen. Wir haben natürlich keinerlei Kosten und Mühen gescheut, rauszufinden, was du gerne trinkst, wenn du Wein trinkst. Und wir haben gehört, du trinkst gerne Nero d'Avola, also sizilianischen Rotwein. Yes. Dementsprechend habe ich mir vorgenommen, wir machen heute eine kleine Italienreise, wir drei. Aber neben den Alben, die wir ja heute hören, wo ja wirklich sehr viele, sehr große, sehr bekannte Sachen dabei sind, habe ich mir eher so ein bisschen die kleinen Winzerinnen und Winzer rausgesucht, die Region, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, und auch so ein bisschen die Weine, die vielleicht so ein bisschen ruhiger und mehr für sich sprechen. Gefällt euch das, was ihr im Glas habt? Sehr.
Ja, schön. Mich hat erstmal ein bisschen die Farbe irritiert. Farbe, ne? Ja. Es sieht aus wie so ein Naturwein, so ein bisschen von der Farbe. Es ist auch so ein bisschen naturbelassen durchaus. Es ist ganz spannend, vielleicht habt ihr schon mal von Franciacorta gehört. Klar. Franciacorta, italienischer Schaumwein. Wenn man sich so Schaumwein generell anguckt, du hast natürlich den Champagner, den Cremant, Cava, Winzersekt und halt Franciacorta, das sind alles Schaumweine, die gleich hergestellt werden, also immer nach einer traditionellen zweifachen Flaschengärung. Und das ist im Grunde ein Franciacorta, nur darf er sich nicht so nennen, weil er nicht genau aus dieser Region kommt. Ne? Wir sind hier in Italien, ganz im Norden in der Lombardei. Und ich finde, das geht so ein bisschen in die Richtung von einem ganz cool individuell gemachten Winzer-Champagner, weil das ist komplett Chardonnay 100%, also es wäre ein Blanc de Blanc. Viel Kalk und Lehmböden, Kalk hast du auch viel in der Champagne. Und dann ist es natürlich schon ein bisschen fetter, ne, am Gaumen. Das hat schon, finde ich, ordentlich Kraft, bisschen mehr Fülle, bisschen also das Holz kommt man mit. Ne? Der hat echt ganz schön Wumms, finde ich, oder? Aber es hat auch so eine geile Frische am Gaumen, ne? Also es ist sehr kräutrig, bisschen zittrisch. Du hast so viel dieses kandierte, gelbfruchtige, so ein bisschen Aprikose, finde ich, die Richtung. Maxim sagt gar nichts. Also ich bin sehr... Ja, aber das ist ja, ich brauche einfach länger. Ich kann immer nicht so direkt... Wir hatten übrigens noch keinen, der aufstand und ging. Und sagte, doch nicht. Ihr habt ja, was habt ihr denn hier für einen Fusel? Nicht, dass ich mir das wünsche, im Gegenteil. Nee, das wäre sehr unangenehm. Auf jeden Fall mutig, das zu machen. Leute. Aber du bist ja ein echter Genussmensch, nicht? Ja, du bist ja auch mit einer französischen Mutter aufgewachsen und dann wird man einfach mal so mutmaßen, dass dir auch ja der Genuss nahegebracht wurde. Das ist der Fall. Die Kulinarikultur, die ja sehr nahe ist und am Herzen liegt. Absolut, ja. Es war wirklich eins der wichtigsten Dinge, würde ich mal sagen, beim Alltag schon. Ich überlege immer viel, was ich am Abend koche. So, das ist jetzt. Jetzt bist du mir noch sympathischer. Mittags ist es so, dass so die, wenn die Frau irgendwie wiederkommt oder ich wiederkomme, so was essen wir denn heute? Ist ja die Planung, ne? Ja. Und kocht ihr auch zusammen? Nee, meistens koche ich. Ja? Ich habe das immer so, ich brauche immer jemanden, der mir so ein bisschen zuarbeitet. Das habe ich immer ganz gerne. Aber zusammen kochen finde ich schwer. Naja, also Britta ist schon so am Start und wir kommen es auch nie in die Quere und so irgendwie sind, also wir rennen nie ineinander und so. Wir haben eine ganz, ganz kleine Küche. Also irgendwie gruft das schon, aber es ist dann schon meistens so, dass ich entscheide, was wir essen und überlege, wie wir es machen und wie wir das Vorgehen ist. Die Umsetzung. Die Umsetzung. Klingt blöd, aber in der Küche muss es ja auch einen Chef geben, ne? Ja. Es ist immer besser. Und sie hat, es war auch durchaus mal Streitthema, so dass sie auch mal so, lass mich doch auch mal kochen und laber mir nicht die ganze Zeit rein, so wie man das denn zu machen hat und warum denn jetzt irgendwie die Zwiebeln so und so gerade, so lass mich einfach mal machen. Und da kannst du ja nachher sagen, dass es so, weil mir das dann schwerfällt irgendwie. Ja, aber du musst doch die Nudeln so da, jetzt mach doch die einfach nicht so da, in so einem, soll man sagen, so einfach so rein und dann nicht oder auch so fächern und so. So Sachen wie Schneidetechnik und so, ne? Wie groß schneidest du das Ganze? Mache ich den Herd auf Stufe 9 oder mache ich es ganz entspannt auf 3? Das ist bei uns immer das Thema zu Hause. Meine Liebste macht das gern alles auf Stufe 9. Das darf man nicht machen. Da, vielleicht Stufe 3, 4. Ja, das darf man nicht. Also vor allem, je nachdem, welches Öl man nimmt zum Braten, ist auf 9 auf jeden Fall nicht eine gute Idee. Ja, kommt noch jetzt kommt gleich noch ein bisschen Pfannenkunde hier rein. Ich bin der das dann wegschmeißt. So. Nee, ich bin dann eher der dann schnell eingreift. Ja. Runterdreht. Wenn ich irgendwie aus Versehen halt die Herdplatte auf 9 gemacht habe und mir fällt das auf und das hat schon geraucht, das Öl, dann kippe ich das weg. Das brauchst du auch nicht mehr lassen. Aber wo wir gerade vom Kochen sprechen, gibt's denn bei euch schon mal so einen kleinen Kochschluck und auch eine Kochmusik? Also ein Kochschluck auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, manchmal Bier auch. Ja. Also ich trinke nicht immer Wein beim Kochen, auch gerne, also jetzt nicht irgend so ein olles Bier, sondern ich suche mir auch ein gutes Bier dann aus. Aber aktuell, ehrlich gesagt, höre ich nicht so oft Musik, sondern ich versuche Italienisch zu lernen. Dann höre ich mir so Podcasts auf Italienisch an. Cool. Ja, und was kannst du schon? Ich kann ganz gut verstehen, so wie ein sehr dummer Mensch kann ich auch sprechen. du könntest zum Beispiel jetzt gleich die nächste Musik ansagen auf Italienisch. La prossima musica. Ja, sie. Del Gruppo R. Hey. So, und welcher Song? La Femme d'Argent. La Femme d'Argent. Und da kannst du dann, wie ist denn dein Französisch? Super? Mittel, oder ja, Mittel auch, ja. Ohne Akzent? Du meinst, ob ich jetzt einen zu verorten hätte, wo in Frankreich meine Familie hätte? Nee. Aber ich habe einen deutschen Akzent. Einen deutschen, okay. Meine Mutter hat auch einen deutschen Akzent mittlerweile, ja.
Sie hat aber auch, sie hat einen deutschen Akzent im Französischen und natürlich einen französischen Akzent im Deutschen. Oh, das klingt ja beides gut beides wahrscheinlich. Süß, ne? Ja, ja, finde ich gut. Finde ich gut. So, aber wir wollen jetzt Musik hören. Mhm. Du hast dir Air ausgesucht, Album Moon Safari, La Femme d'Argent, und ich leg jetzt auf. Schöner Start. Schön, schöner Start in die, außerhalb deiner Musik, meine ich. Ist doch herrlich, oder? Ja, traumhaft. Das kann man so laufen lassen. Was für eine Bassliner. Du, 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 du. Aber ist das so deine Musik? So? Ich liebe er. Ja? Ich liebe er, wirklich sehr. Aber du hast ja deine musikalischen Roots eigentlich woanders, ne? Ja, ich habe mit Reggae angefangen, Musik zu machen. Ja. Aber das war noch nie so für mich, dass das jetzt so, ich höre jetzt nur das eine oder so. Und aber er habe ich auch viel später entdeckt. Das ist jetzt noch gar nicht super lange irgendwie in meinem Leben, vielleicht seit 8 Jahren oder so. Dieses Album, darf ich betonen, ist 25 Jahre alt. Mhm. Am 16. Januar 1998 veröffentlicht worden. Schönes Lied. Mit Reggae bist du groß geworden. Oder? Nein, überhaupt sozialisiert. Nicht. Also meine Eltern haben mit Reggae nichts zu tun. Ich hab aber einen Austausch gemacht in die Karibik als junger Mann und mich verliebt. In Guadeloupe. Ja. Und da auch dann sehr viel gewesen immer. Und dann habe ich mich einfach dort in die Musik verliebt und so und habe dann angefangen, auf Deutsch das auch zu machen. So fing das an mit dem Musikmachen bei mir. Da gab es aber nicht so viele, ne? Deutschsprachige Reggae-Sänger. Damals kannte ich gar nicht. So, ich habe damit angefangen und kannte gar nichts. Ich dachte, ich bin der Erste, der das ja macht. Stimmt, war ich natürlich nicht. Es gab schon Peter Fox, also Seed irgendwie. Und dann gab es Nosliff auch, der auch bei Warner war irgendwie damals. Und hast du damals auch was, du hast doch damals auch schon ein Reggae-Album veröffentlicht. Oder bin ich da falsch informiert? Doch, ich habe. Du zeigst gerade aufs Essen, ne? Voll geil, hier ist schon eine Möhren. Ja, diese eingelegten Dinger. Mhm. Also Leute, wir sind in der Weinbank, hier sind wir gerne und hier werden wir auch sehr gut verköstigt und die Weine sind hier gut, aber wir können auch sagen, dass der Jonas immer noch mal ein ganz spezielles Auge darauf hat, was wir denn hier Kredenz kriegen, und er hat auch schon wieder was eingeschenkt. Ich weiß nicht, mir geht es ein bisschen zu schnell jetzt, oder bist du schon auf Rot? Maxim, erzähl mal. Ja. Okay. Es bleibt auch beim Rot heute, ne? Deswegen. Ja, perfekt. Wir steigern uns natürlich so ein bisschen von den Intensitäten her. Wir haben ja so ein paar Alben heute, die nicht mehr ganz so jung sind. Wir feiern dein Jubiläum. Und was ich jetzt habe, ist halt eher das Gegenteil, ne? Ich finde, viele italienische Weine stehen immer für viel Fülle, viel Alkohol, immer sehr ausgeprägte Reifearomen. Und das sind alte Rebanlagen. Das sind so knapp 30 bis 50 Jahre alte Rebberge. Aber halt dann junger Wein. Das ist jetzt 2020 der Jahrgang. Und das ist das Valtellina. Das ist eine Region nördlich Lombardei, wirklich an der Grenze Norditaliens, und das ist Chia Venasca. Das ist ein Synonym für Nebbiolo, was wir sonst im Piemont sehr viel haben, aber in noch ein bisschen leichter und kühler, weil das Spannende hier ist halt, das Ganze wächst auf 400 bis 700 Meter Höhenlage, das heißt, es ist halt doch eher dieses Bergige, es sind viel terrassierte Lagen, super steile Lagen, sehr beschissen zu bearbeiten, also das ist alles knochenharte Handarbeit. Und das sind zwei Brüder, Luca und Matteo, und mit dem Vater Angelo.
Und die sind tatsächlich damals das ganze Weingut ist so ein bisschen bekannt geworden durch Musik. Die haben nämlich angefangen, in den Weinbergen und im Keller zu tanzen und kurze Videos zu drehen, wo sie während der Lese, während des Weinmachens irgendwelche italienischen Schnulzen abgerissen haben. Geil. Und so ist das Ganze tatsächlich irgendwie viral über TikTok und sowas alles gegangen. Und inzwischen wird das Zeug brutal gehypt, zu Recht, wie ich finde. Das ist für mich so ein idealer, im besten Sinne des Wortes, Saufwein. Also das ist super frisch, das ist viel, dieses kirschig, kräutrige, wahnsinnig viel Tiefgang, schöne Länge, aber halt ohne, dass du von Alkohol und Tannin erschlagen wirst. Ne? Also es ist wahnsinnig animierend. Der riecht auf jeden Fall auch krass, also einen anderen Geruch, als ich mal so gewohnt bin. Es ist so ein bisschen, du erzähltest ja, Finn, so ein bisschen irgendwie so Thema ländliches Leben. Das riecht für mich sehr viel nach so einem ländlichen Biobauernhof. Ne? Du hast so ein bisschen dieses Animalische, ne? So ein bisschen dieses. Das stimmt, ja. Ne? Es ist so ein bisschen dirty auf eine sehr gute Weise. Lass mal trinken jetzt. Ja, trink bitte. Ich bin schon dabei. Ach so. Der schmeckt mir sehr gut. Ja. Richtig gut. Der ist cool. Ich finde das Hammer. Aber der ist wirklich so ein bisschen noch am Kirschsaft vorbei, nicht? So ja. Gelaufen, so ja, schmeckt so, der. So Glu-Glu, ne? Ja. Das hast du halt viel, ne? Also ich glaube, das ist gerade so, wenn je höher du gehst, desto kühler es ja auch wird. Und du halt Weine nachhaltig, biodynamisch erzeugst und Weingärten so bewirtschaftest, dann gehst du halt eher in diesen Extrakt rein, also diese Frische, dieses Saftige, dieses Fruchtbetonte und halt eben nicht dieses Ausladende, Laute, Voluminöse. Ich finde, das ist sehr schlank, sehr engmaschig, sehr fein. Ja, Leute. Da kann ich gar nichts hinzufügen. Das beschreibt den Wein so. Ich finde nicht, dass ich jetzt die übelste Ahnung von Wein hatte, aber das ist das stimmt wirklich. Ja. Aber ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wie wir die Überleitung zur nächsten Musik machen, weil wir haben jetzt keinen italienischen Schlager. Fast. Diese Etiketten sehen so ein bisschen nach betrunkenen Kinderbildern aus. Es sind tatsächlich originale neolithische Höhlenzeichnereien, die auf ihre Covers raufprinten. Und ich finde, das passt dann schon wieder so ein bisschen. Da kann man zu diesem absolut legendären Cover, oder? Zu dem wir jetzt kommen. Ja, natürlich. Zu der Pyramide mit dem Prisma. Ja, und auch vielleicht so von dem Wesenszug her. Kennerinnen wissen jetzt, was wir auflegen werden. Oh ja, das epische Album. The Dark Side of the Moon. Mm. Yeah. Schon wieder ein Jubiläum. Wir haben gerade von Jubiläen gesprochen, ja. Ne? 50 Jahre wird dieses Album jetzt dieser Tage. Ich glaube sogar, 24. März hat es den 50. Geburtstag. Und es ist eins der berühmtesten, bekanntesten und auch bestverkauftesten Alben. Und vom Cover her sicherlich auch. Wahrscheinlich ja, das krasseste die, Cover, oder? Ja, was es überhaupt das gibt. Wir sind bei Pink Floyd. Ja. Und wir hören jetzt... Wir hören einfach Money, das Lied. Ja, Money. Hey. Klasse, oder? Schöner Track. Wahnsinn. Liebst du den?
Also einfach, ihr habt ja gemerkt, so, ich stehe auf Basslines. So. Ja. Das kommt vielleicht vom Reggae auch oder so, aber bei dem Air-Lied war es ja schon so. Und hier ist auch einfach natürlich so eine epische, jetzt einfach einer der geilsten Basslines. So. Ich habe das Album früher, als ich das erste Mal gehört habe, da war ich noch jung, sehr jung, nicht verstanden. Ja, du auch. Und irgendwann habe ich gelesen, dass es um Tod, Wahnsinn und Gewalt geht und das hat man dann irgendwo vermutet. Ich war ein kleines Kind und ich dachte, was sind das für komische Geräusche? Warum tut ihr das? Aber mittlerweile ist es, also auch schon länger, aber ist natürlich genau das, was es so geil macht auch, ne? Dass da einfach ja, Synthesizer am Start sind und sowas, was damals vielleicht noch nicht das Normalste war. Hast du denn eine Vinylsammlung? Oder? Ja, klar. Ja, ich kaufe schon Vinyl auch immer wieder mal, ja. So, und wir unterbrechen kurz für ein bisschen Werbung. Ihr habt es schon gehört. Eines der ikonischsten, einflussreichsten und meistverkauften Alben aller Zeiten, The Dark Side of the Moon von Pink Floyd, feiert 50-jähriges Jubiläum. Und anlässlich dieses besonderen Datums gibt es ein ganz großartiges neues Deluxe-Box-Set. Dieses besteht zum einen aus der CD und dem Clubcover-Vinyl des neu remasterten Studioalbums sowie eine Blu-ray und DVD mit originalen 5.1-Mix und den remasterten Stereo-Versionen. Auf einer weiteren neuen Blu-ray gibt es einen Atmos-Mix des Albums. Dazu kommen CD- und LP-Versionen von The Dark Side of the Moon, Live at Wembley, Empire Pool 1974 und noch einige Gimmicks mehr. Und dieses Live-Album The Dark Side of the Moon, Live at Wembley, Empire Pool, London 1974, gibt es auch separat als CD und erstmalig als Vinyl. Ja, und was soll ich sagen? Dieses großartige Album gehört meines Erachtens in jede Vinylsammlung und ist auch nach 50 Jahren so fresh, so großartig. Ende der Werbung. Weiter geht's mit Maxim. Hast du denn eine Vinylsammlung? Oder? Ja, klar. Ja, ich kaufe schon Vinyl auch immer wieder mal, ja. Also ja. Es ist tatsächlich so, dass ich natürlich im Studio habe ich halt mein Spotify so und dann, weil dann ist es ja eher so Referenz hören, meistens, nur, dass man an was arbeitet und dann denkt so, okay, das könnte ich in die und die Richtung, dann höre ich mir das nochmal an, so, und ja, keine Ahnung, was für einen Hall hat der da auf dem, und dann hört man das ja so sehr spezifisch auf irgendwas Genaues bezogen, so, ne? Das ist ja jetzt nicht so ein Genuss hören. Ich find, aber dann, wenn ich Genuss, also wenn ich wirklich jetzt so, ach, jetzt möchte ich nochmal dieses Album hören, dann setze ich mich hin. Genau. Wir fahren jetzt mal weg. Wir fahren jetzt einfach ein Stück weiter und wir nehmen die Autobahn. Magst du was dazu erzählen? Falls jemand doch noch nicht mitbekommen hat, worauf ich gerade hinlenken wollte. Das nächste Lied, was wir hören wollen, ist Autobahn von Kraftwerk. Kraftwerk ist wirklich eine Band, die ich sehr verehre. Und ich auch, kann man locker sagen, oder ist es die wichtigste deutsche Band ist, die es jemals gab, oder könnte man schon sagen, oder? Portishead oder sowas, große Bands sind beeinflusst von dieser Musik, auch Air im Übrigen und sowas, die haben wirklich die Musik verändert, so, und das gibt's jetzt nicht so oft in Deutschland, und deswegen ist das natürlich einfach eine wegweisende Band. Autobahn ist für mich ein tolles Lied einfach und ich liebe das und meine Tochter singt es sehr gerne zum Beispiel. Autobahn war einfach immer da. So. Genau, und wir brauchen dafür auch keine andere Sprache, weil das ist die Autobahn. Das ist die Autobahn und sonst nichts. Oh.
Ich bin ganz froh, dass Maxim nicht sagt, oh, ihr blendet immer aus, wenn es am schönsten ist. Der erste, danke für dein Verständnis. Wir haben ja aber alle Songs in den Shownotes und da könnt ihr natürlich nachschauen und vor allen Dingen nachhören. Das muss man. Also da muss man natürlich irgendwann sich in Ruhe nochmal hinsetzen und dieses Meisterwerk sich zu Gemüte führen. Wir huldigen gleich den nächsten Wein, aber was ist das Besondere an diesem Track für dich? Also für mich immer Kraftwerk ist erstmal die Soundästhetik, so dass das halt natürlich lange her ist, dass diese Alben gemacht wurden, aber die klingen immer noch Wahnsinn, finde ich, und immer noch futuristisch, und nur wegen diesen Songs habe ich mir einen Minimoog für 5000 Euro gekauft einmal, leider habe ich ihn nicht mehr. Ein was? Minimoog ist ein gewisser Synth, der da auch irgendwie stattfindet, so, okay. Der einfach geil klingt, und eine Farfisa zum Beispiel, so eine Orgel, die macht dieses was da kommt, durch ja. So einen Phaser-Effekt. Ja, das habe ich gehört. Genau. Farfisa. Farfisa ist eine Orgel, und okay. Da fahre ich durchs ganze Land, um dieses Instrument zu haben. Ja, und gebe auch viel zu viel Geld dafür aus, aber ist ein gutes Instrument, benutze ich in jedem Lied. Hast du dein Studio zu Hause? Ja, ausgewählte, schöne Schmuckstückchen. Der 80er, 90er. Das Beste von der Welt. Was hast du so an Musikinstrumenten? Sammelst du was Bestimmtes? Also ich verkaufe auch immer. Ich behalte nur die Sachen, die dann wirklich wichtig sind. So den Moog zum Beispiel habe ich dann irgendwann verkauft, weil so viel habe ich nicht. Ich habe immer so ein Zwitschern irgendwo, so mache ich dann so rein, so, so ein Kram und so. Aber am Ende, ob das jetzt dann 5000 Euro wert ist. So. Aber die Farfisa ist noch da. Ich finde die Namen so schön. Ja, die Farfisa. Wie sieht die denn Fall aus? Ist die rot. Groß? Ist die groß oder ist sie? Die ist so groß, ja, genau, Meter ja? Und knallrot. Ah. Sieht super sexy aus, richtig cool. Ja. Wie oft bist du denn im Studio? Jetzt in der Corona-Zeit eigentlich jeden Tag. So. Jeden Tag? Ja. Okay. Und bist du dann, ja, in der Corona-Zeit sowieso, warst du allein im Studio und tüftelst dann für dich hin? Ich tüftele vor mich hin und lade jetzt manchmal. Jetzt haben wir ihn gleich soweit. Er ist ja auch ein Genussmensch, hast du ja gelernt. Ja, nicht? Also, wir haben das ja schon besprochen. Ne? Auch die, erstmal ehrlich, was man manchmal vergisst, ist einfach, was für eine krasse Arbeit einfach. Jedes Produkt, ein gutes Produkt, was das halt kostet, so eine Tomate einfach, die musst du gießen, das, so, und dann musst du überlegen, okay, wenn die jetzt mal gerade nicht so geil aussieht, so woran liegt das, dann musst du da wieder anders gießen, dann musst du da das und das irgendwie hinzufügen für die Erde, dass das irgendwie wieder klar geht. Es ist ein Schweiß und Tränen und man frisst das einfach so weg. Es ist natürlich immer diese Wahrnehmung, ich glaube, da sind wir, glaube ich, in Deutschland auch nicht unbedingt gut darin, dass wir das annehmen. Also es ist ja dieses ganze Thema, eine Karotte muss perfekt aussehen, eine Tomate darf bitte perfekt aussehen, ein Wein soll bitte optimal, tolles, cooles, schickes Etikett haben. Ich glaube, der Inhalt ist oft dann halt immer so ein bisschen beisätzlich, ne? Dass du halt man trinkt das so, genau. Das, so bin ich halt nicht. Ich bin dann schon echt so, dass ich dann irgendwie Fokus da drauf. Genuss ist, glaube ich, wichtig. Ich finde das total wichtig gerade, weil all das, was wir hier jetzt gerade konsumieren, die Musik, den Wein und das schöne Essen, da ist natürlich in der Tat, wie du sagst, so viel Arbeit reingesteckt worden und so viel Passion, und dem muss man natürlich wirklich oder sollte man Wertschätzung geben. Also es ist ja auch nicht so, als würde das immer wachsen, wie so man, es gäbe irgendwelche Garantien oder so. Dann kommt so ein Sommer wie jetzt, irgendwie in Italien war, und dann muss man halt mal echt überlegen, oh, so was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Ja, ja. Und das ist halt auch schlimm. Und am Ende ist dann so ein Wein trotzdem auf dem Tisch und so und schmeckt und so, das, ne? Das meine ich. Vor allem ist dann natürlich so vielleicht mal die Überleitung zum Wein jetzt. Ja, wollte ich gerade sagen. Der Wein, ich meine, Boris, das war ja eben schon eine Überleitung. Der Wein hier auf dem zum Tisch. Zum Wohl, Männers. Zum Wohl. Zu diesem Wein, das ist jetzt so ein bisschen, was wir eben schon ansprachen, ne? Das ist einfach, wenn wir uns das mal anschauen, vor 20, 30 Jahren gab es sehr beständige Wetterbedingungen so über die Jahre hinweg, so gerade Anfang der 2000er irgendwie, waren es einfach immer sehr dankbare Jahrgänge, es war sehr ausgewogen, natürlich Thema Klimawandel, es ändert sich vieles. Und es gibt so ein paar Regionen, die durchaus vom Klimawandel ein bisschen mehr profitieren, so diese sogenannten Cool Climate Regionen, über die wir jetzt in letzter Zeit so viel hören und auch reden und auch konsumieren. Und das ist das Piemont jetzt, ne, so eine Region. Ne? Also Piedmont leitet sich ja von Piet zu Fuße und Mont der Berg ab. Das ist halt dieses wunderschöne Tal halt südlich vom Berg, wo halt du relativ hohe Temperaturen über den Tag hast, aber immer nachts diese kühlen Winde, die vom Berg dann runtergehen in die Täler. Und dadurch kriegst du schon sehr intensive, füllige Rotweine raus, die aber immer eine geile Frische haben, die halt eben nie überdrüssig sind. Natürlich gibt's den Barolo, wofür das Piemont berühmt ist, aber halt eben auch den Barbaresco. Und das ist immer so ein bisschen der,
Ja, der kleine Bruder, den man aber nicht ganz so gerne lieb hat wie den Barolo. Und ich persönlich bin ein großer Freund davon. Es ist auch Nebbiolo-Traube. Also es ist dieselbe Traube wie beim Wein davor, aber auf eine ganz andere Weise umgesetzt. Grundidee ist dasselbe. Es sind auch drei Brüder in dem Fall, nicht zwei. Auch komplett biodynamisch bewirtschaftet. Alles komplett nachhaltig und biologisch. Und hier merken wir jetzt aber, das hat wesentlich mehr Fülle. Wir haben hier mehr Tanninstruktur. Das ist ein bisschen kraftbetonter. Wir haben trotzdem diese Würzigkeit, die wir auch beim Wein davor hatten. Auch diese schöne Saftigkeit. Frucht, aber alles mit so ein bisschen mehr Zug dahinter. Der davor war schon auch sehr lecker, ja. Aber das ist schon nochmal so ein bisschen schwerer. Das ist so ein bisschen zupackender, ne? Das geht mehr so eine Comfy-Zone. Er packt, aber er ist trotzdem auch so klar. Ja. Ne? Er ist so sauber, finde ich. Und ich glaube, das ist immer ein ganz großes Thema, wenn man sich über diese naturbelassene Weinwelt unterhält. Das kann sehr schnell sehr anstrengend sein. Und sehr oft wird fehlerhafte Arbeitsweise als trendig verkauft. Und das ist ein ganz großes Problem. Und ich finde immer, naturbelassene Arbeit heißt trotzdem sauber arbeiten. Und dass die Weine müssen hinterher trotzdem funktionieren, stimmig sein, harmonisch sein, das finde ich immer sehr wichtig. Und das merkst du hier halt einfach. Ne? Das ist ein Wein zum Jungtrinken gemacht. Wollte ich gerade sagen, wir sprechen immer jetzt hier von Jubiläen, 10 Jahre, 25 Jahre, 50 Jahre her. Wie alt sind denn die Weine? Also das ist jetzt 2019, davor hatten wir 2020 und der Schaumwein war 2018. Ich glaube, das mit dem alten Wein trinken ist natürlich so für ein Thema. Also klar, jetzt kann man natürlich auch, ich bin großer Freund davon, sehr gereifte Bordeaux zum Beispiel zu trinken oder auch Baroli, aber ich finde Weine momentan in jugendlichen Stadien teilweise oft spannender, weil sie natürlich in jungen Jahren so ein bisschen direkt zeigen, wo geht die Reise hin. Und diesen Wein jetzt, ich hatte gestern Abend eine Flasche 2016er vom selben Wein offen, das war auch sehr fein, aber ich finde das gerade ein bisschen stärker, ehrlich gesagt, weil gerade bei solchen Weinen, und wir bewegen uns, wir haben ja noch gar nicht über Preise gesprochen, was glaubt ihr, kosten die Weine? Ach, Preise, also der schmeckt für mich schon teuer. Also da hatte ich jetzt schon gedacht, der kostet. Was heißt teuer bei dir? Bei dem würde ich schon sagen, schon dass teurer, er eher so, ne? Ja, 40 oder so. 26. Ah, okay, krass. Okay. Der davor lag bei 29 und der Prickel bei 32, mhm. Endverbraucherpreise. Gut, und da irgendwann hört es dann bei mir auch wieder auf. Also ich muss jetzt nicht irgendwie einen Wein für 80 Euro trinken. Ja, ich finde, das schmecke ich auch. Also ganz ehrlich. So 50, 60 Euro finde ich ist. Wenn man mal ganz doll irgendwie, das machen wir auch mal so an Weihnachten irgendwie in der Familie, dass der Papa dann irgendwie der ist auch bei Wein am Start so, der kauft halt auch mal was Tolles so. Und, aber ich da weiß noch nicht mal, ob ich dann da jetzt ehrlich gesagt so viel merke. Aber ich merke auf jeden Fall so ein 3-Euro-Wein, das ich glaube, das geht auch nicht, nichts. Oder? Oder nee, wir haben das Thema mal gehabt. Das schmeckt einfach nie. Das funktioniert nicht, ne? Also da stellt euch mal vor, das wäre bei Musik so. Gut, die ist nun unendlich vervielfältigbar, aber das wäre doch auch irre, ne? Das macht es schwierig bei der Musik teilweise, ne? Dass man halt irgendwie im Endeffekt darauf achten müsste, mache ich natürlich überhaupt nicht, aber ich bin auch nicht reich und aber darauf achten müsste, so dass man was macht, was ganz vielen Leuten gefällt und was die als toll so. Sonst kann man davon eigentlich, also ist das ökonomisch schwierig sozusagen. Aber als Maler zum Beispiel malst du halt ein Bild und es wird für, was weiß ich, 1 Million verkauft, dann bist du ein erfolgreicher Maler. Aber es hat nur einem so gut gefallen, dass er 1 Million theoretisch gesehen. Ja, so. Klar. Ich vereinfache das jetzt auch natürlich für 15.000 irgendwie ein Bild zu verkaufen, da musst du erstmal landen. Aber aktuell, so wie das jetzt gerade ist und so in der Musikwelt 15.000 Euro zu verdienen, das musst du erstmal schaffen mit Streaming und so. Das ist nicht leicht, ne? Und da musst du ganz schön viele Plays haben und so. Und dann ist es einfach also Zufall, sage ich mal, ob der Geschmack, den man selber hat, jetzt irgendwie übereinstimmt mit dem Geschmack von so vielen Menschen. Und das ist einfach, das kannst du ja nicht aus, ist ja nicht eine Entscheidung oder so, dass man irgendwann sagt, so, okay, ich mache jetzt einfach das, sondern man macht das, weil es einfach eben das ist, was man mag. Und dann kann man das auch verkörpern. Bei mir ist es halt meistens nicht so, dass ich jetzt irgendwie die Sachen geil finde, die halt die allermeisten Deutschen geil finden. Aber ist es denn so, dass du, wenn du Musik machst, wenn du im Studio sitzt, denkst du dann an deine Hörer? Also wenn man das macht, kann man sich auch direkt in den Kopf schießen. Ich weiß gar nicht, ob Bedeutung auch jetzt irgendwie eine Rolle spielt. Ich weiß auch gar nicht, ob man das überhaupt irgendwie kontrollieren kann oder entscheiden kann. Weil im Endeffekt weißt du ja auch nicht, was all diese Leute wirklich hören wollen. Ist ja auch, also klar. Selbst wenn du jetzt entscheidest, okay, ich will jetzt einfach das machen, was die wollen, weißt du immer noch nicht, was die wollen. Dann machst du irgendwas, wollen die das, finden die das immer noch scheiße. Dann hast du halt dich verrückt gemacht. Deswegen meine ich, schieß dir direkt in den Kopf, wenn du so rangehst. Du wirst einfach nur traurig werden. Das ist das Einzige, was passiert. Aber lass uns nochmal zurückgehen, zu deinem Album Staub. Ja.
als das damals, ich betone es nochmal, vor 10 Jahren veröffentlicht wurde, beziehungsweise die Produktion dahin, war das denn so, das war dein 4. Album und, ne? Glaube ich. Oder offiziell. Ja. Oder? Ja, nee. Das stimmt. Nee, das stimmt. Okay. Ich habe diese Reggae-Alben quasi davor gemacht und einen schon Song. Ja, das ist mein 4. Album. Und war denn da das Gefühl so, dass du sagst, also hier muss ich jetzt alles reinlegen? Das war ja sehr erfolgreich, war ja dein kommerzieller Durchbruch, wenn wir davon sprechen jetzt mal, ne? Immer. Bei jedem Album denke immer ich natürlich, ich lege alles rein, so was ich kann. Natürlich, ich gebe immer mein allerbestes. So. Und ich ist auch jedes Mal so, dass ich mich nachher frage, wie habe ich das gemacht? So, wo habe ich die Energie hergenommen und wann sind diese Songs entstanden und warum und wie? Man versteht das ja nicht. Man macht das ja einfach und am Ende, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht wie. Also, du musst ja ganz viele Entscheidungen treffen, auch mit wem mache ich es zusammen, wen hole ich mir dazu, mit wem kollaboriere ich und so weiter. Kommt das einfach so? Ja, es kommen immer zu jedem Zeitpunkt kommen irgendwelche Sachen auf und man entscheidet sich halt unter denen, die halt gerade da sind. Und da gehen wir jetzt sehr tief rein, aber ich frage mich sehr oft, ob wir überhaupt einen freien Willen haben oder ob halt einfach die Sachen irgendwie, die erscheinen halt im Bewusstsein. Die Dinge poppen auf und, würde ja einiges einfacher machen, wenn wir gesteuert wären. Nee, ich bin nicht gesteuert. Ich glaube, es ist einfach sehr viel, es passiert einfach. Ja. Schlicht und ergreifend. So, und der Vergleich jetzt zum Beispiel in der Filmwelt wäre, kennt ihr diese Rom-Com-Sachen, die man guckt, wo man am Ende eine Träne verdrücken will, die man nicht verdrücken will? Müsste. das kann nicht sein, dass ihr mich mit der Scheiße jetzt... Ja, doch trotzdem wieder ein bisschen sentimental hinkriegt. Und das ist so ekelhaft. Eigentlich war es gar nicht gut. Ich bin noch voll bei dir. Sehr emotionale, sehr engagierte Diskussion hier, begleitet von einem wunderbaren Wein und ich finde auch von ganz toller Musik. Dankeschön, bilde mir etwas ein auf meinen Musikgeschmack. Ja, kannst du. Auch wenn er hier in dieser kleinen Gruppe fast Mainstream ist. Ja. Ja, weil wir dem sehr, sehr folgen. Und wir haben jetzt ein Album, das Debütalbum einer Band, das auch durch die Decke ging. Absolut. Absolut durch die Decke. Wegweisend und alle sind verrückt geworden. Ja, sie machen immer so Andeutungen jetzt, ne? Alle sind verrückt geworden. Ich sag mal, Doors Open für The Doors. Mit dem gleichnamigen Album The Doors. The Doors, ja. Und wir hören The End. Oh. Thank you.
Jim Morrison. Jim Morrison. Und The Doors. Und Jim Morrison ist, hat ja zum Schluss in Paris gelebt, ist dort gestorben. Ist er dort gestorben? Oder ist er? Er liegt dort auf jeden Fall. Ich war dort, ich habe mir das Grab gesehen. Ja. Ja? Mhm. Ich weiß aber leider nicht mehr, wie der Friedhof. Aber du warst auch nicht alleine da, ne? Mit meiner Frau. Nee, ich meine, und viele andere. Ja, weil es ist viele andere Pilger. Es ist so, ja. Es ist etwas weird, aber es ist gut abgesperrt mittlerweile, das Grab. Also es hängt so rot-weiße Band halt, Plastikband mit so einem Bogen. Das war nicht immer so. Das ist jetzt da, weil die halt da poppen. Tatort. Tatortband. Genau, genau. Tatortreinigerband. Es gibt so Leute, die das halt, für die ist das halt so ein Ding, die steigen dann, was weiß ich, dann hast du es auch geschafft. In den Flieger und sind so. Für eine kleine einmal. Wieso denn jetzt Peru? Wie kommst du jetzt auf? Einfach um die Geschichte spannender zu machen. Deswegen Peru. Ja, nimmst du denn hier aus unserem Gespräch heute Inspirationen für einen Song mit? Garantiert. Ja? Das garantiert. Ich kann dir natürlich nicht sagen, in welcher Form das irgendwo einfließt, aber es wird passieren. Aber du bist immer. Ich bin immer an. Yes. Ja? Natürlich. Und kannst du auch off? Geht das auch? Das ist schwieriger, ja. Das ist das Problem. Okay. Ich versuche. Sollen wir da tiefer gehen oder möchtest du darüber nicht reden? Das ist okay. Also immer, ich versuche zu meditieren und so Sachen und das zu lernen, dass man das abstellt und so. Aber ja, also ich habe mir das über Jahre antrainiert, natürlich alles mit dem Songwriter-Auge zu sehen. Es wird immer alles geprüft natürlich so und irgendwo abgespeichert, jeden Kontrast, so, also meistens geht es eher um Kontrast in der Kunst, so, den ich interessant finde, den vergesse ich nicht. So. Wenn ich irgendwas sehe, was weiß ich, an der Tanke oder so, und es sieht halt, es ist einfach irgendwie sonderbar, das kann ich nicht vergessen. So. Aber das hat alles dann irgendwie mit Erlebten zu tun oder mit dir zu tun, was du verarbeitest oder in deinen Songs dann wieder gespiegelt wird. Ja, natürlich, ich muss es ja gesehen haben, insofern hat es was mit dir zu tun. Gut, ich könnte mir das eigentlich. Aber es hat immer alles mit, jeder Künstler, der selber da schreibt, es hat immer was mit ihm zu tun. Das ist eine Illusion natürlich zu sagen, so, er denkt sich irgendwas, wenn er sich irgendwas, was, er kann sich nicht irgendwas ausdenken, was nicht mit ihm zu tun hat. So. Ich meine, das ist natürlich cool, ne? Inspiration wartet halt überall dann eigentlich, ne? Genau. Also ich finde das auch sehr spannend. Auch Dalí hat natürlich nur die Sachen gemalt, auch wenn sie sehr surreal sind, natürlich nur die Sachen gemalt, macht, die er imstande ist zu denken. Also er kann nicht irgendwas denken, was nichts mit ihm zu tun hat. So. Ja, okay. Woher soll es auch kommen sonst? Ja, eben, genau. Das stimmt. Und hier noch eine weitere wichtige Werbebotschaft. Denn Peter Schilling feiert 40 Jahre Major Tom. Und hierzu gibt es eine neue, erweiterte Best-of, die sein Schaffen über die letzten 4 Jahrzehnte abdeckt und natürlich alle seine großen Hits enthält, auf Deutsch und Englisch im neuen Mastering, 4 neue Songs, auch in beiden Sprachen und etliche neue Versionen. Coming Home, 40 Years of Major Tom ist ab sofort erhältlich. Wir durften Peter Schilling ja auch in Vinyl und Wein persönlich kennenlernen und sagen nur, ein großartiger Typ und eine großartige Karriere. Coming Home, 40 Years of Major Tom. Und weiter geht's mit Maxim. Okay, woher soll das auch kommen sonst? Ja, eben, genau. Das stimmt. Ja, also wir sind halt kein Künstler. Nee. Oder? Aber also, ich finde das immer sehr beeindruckend, ne? Also, dass man. Oder sind wir alle Künstler auf irgendeine Art? Ja. Überlebenskünstler. Auf jeden Fall. Ja? Ja. Bin ich ganz sicher. Also, jeder kreiert ja auch irgendwas, ja? Ja. Also Kunst ist ja auch das, wie du es auslebst und ausdrückst, ne? Also die eine macht Musik, die andere Filme. Es ist, also die Welt ist so krass in irgendwelche Schubladen sortiert, damit wir das leichter verstehen und irgendwie, ne, das Gehirn das besser verkraften kann. Und ich habe halt einfach zufälligerweise eine Kunstrichtung, die man gut definieren kann. Ich mache halt Popmusik und so. Du, alles Mögliche, also weißt du, was ich meine? Also im Endeffekt. Und du hast dich für eine sehr populäre Form entschieden. Ja, genau. So, es könnte auch was ganz anderes Kunst sein. Aber wir ich habe keine Ahnung davon. Ja, aber was wäre es denn gewesen, wenn nicht die Musik? Also ich habe schon oft gedacht, ach, wäre ich doch Koch geworden so. Hast ja gerade erzählt, ne? Ja. Du kochst ja gerne, also da kann man sich natürlich auch ausleben. Gerade interessiere ich mich fürs Tätowieren so. Das könnte alles Mögliche sein. Also machst du auch selber? Ja, so an mir und an Kumpels. Ja. Ja. Ach. Ja.
Aber das muss man ja richtig können. Also ich meine, da muss ja auch richtig was rauskommen. Muss ja was auch Anständiges. Üben erst mal, ne? Sonst kriegt man ja Ärger mit den anderen. Richtig muss Ärger. Nicht? Wer hat das? Muss nicht? Das kann auch voller Schwachsinn. Das ist halt für immer da dann. Aber I don't care. Ja, aber die anderen. Ja, die wissen natürlich vorher, dass sie besser, dass es ihnen besser das, auch ein bisschen egal lässt ist. Lässt du dir keinen Zettel unterschreiben? Ich hafte für gar und nichts. Und das passiert ohne Einfluss von Wein oder anderen. Ja, das macht man nicht. Ja. Nee, das macht man nicht. Macht man nicht? Nee, das würde ich jetzt nicht machen. Aber sollte früher man hat man nicht. Das gemacht, ne? Also früher sind, glaube ich, viele Tätowierungen ganz, ganz früher entstanden, als die Leute nicht im Vollbesitz ihrer Kräfte waren. Ja, also ich glaube, das gibt's auch heute noch. Ja, du, ich gehe jetzt aber auch nicht hin und tätowiere jemanden jetzt direkt irgendwie an die richtig krasse Auerstelle, irgendwie so das große Ding. So. Ich möchte das kleine, gar nicht wissen. Alle Stellen tun ja nicht weh. Also es ist ja auch eine Legende, dass jetzt irgendwie alle Tattoos tatsächlich voll schmerzhaft wären oder so. Es gibt halt Stellen, da merkst du gar nichts. Also so kribbelt halt ein bisschen. Gut. Ja, dann kribbeln wir uns jetzt mal nach Sizilien. Wir kommen jetzt mal, lieber Maxim, wir kommen jetzt endlich mal dahin, was meine investigativen Recherchen ergeben haben. Nero d'Avola, ich glaube, so einer der populärsten. Hat aber auch gedauert jetzt, ne? Den Schluck muss ich vorher noch hier von dem davor, der wirklich köstlich war. Ja, ich erzähle ja auch noch kurz was. Ich glaube, so eine der populärsten Rebsorten Siziliens, oft natürlich auch ein Wein, der wirklich viel von dem Klima profitiert, ne? Also viele Weine mit viel Wärme, viel Hitze, bisschen höher im Alkohol. Auch so ein bisschen vielleicht die Crowd-Pleaser dieser Region. Es gibt da noch eine zweite Rebsorte auf Sizilien, nämlich den Nerello Mascalese. Oft so eine Rebsorte, die völlig im Schatten steht. Es ist oft so ein bisschen mehr in den Norden, also Richtung so Ätna und ein bisschen nördlich vom Ätna ausgebaut. Und wir sind auch am Ätna, wir sind so ein bisschen nördlich vom Ätna. Wir sind jetzt hier auf 550 bis 1070 Meter Höhe. Also das ist schon einfach mal eine ganz andere Bedingung, um Wein zu machen. Wir haben jetzt hier ein Jubiläum, es sind 50 Jahre alte Weinanlagen. Es zeigt nochmal das, was ich heute zeigen möchte, nämlich, dass ich sage, Italien ist ein so vielfältiges Land, das aber oft auf ein ganz kleines Maß reduziert wird, nämlich auf seine Primitivos und Luganas. Und wir haben jetzt hier einen ganz coolen Avantgardisten im Glas, nämlich Eduardo Tauscia Costa, eigentlich ein Mensch aus den Kanaren von Teneriffa, der so ein bisschen auf zweiten Winzerwege 2012 nach Sizilien kam, zu Ariana Occhipinti, absolute Vorreiterin für naturbelassene Weine Sizilien. Meine Nase war schon drin. Das ist jetzt ein bisschen dreckig, ne? Das ist schon echt wildes Zeug, muss ich sagen. Okay, ich rieche jetzt auch mal. Riecht mal gerne mal rein. Es ist jetzt auch Gott sei Dank schon ein bisschen offen. Boah, krass. Boah, das ist schon, also das. Ist Eduardo ein Popstar in der Szene? Eduardo ist eine kleine Drecksau in der Szene auf alle Fälle. Okay. Also, riecht irgendwie nach Wald. Und es riecht so ein bisschen nach Wildschweinbraten, finde ich. Wisst ihr was? Aber vielleicht habe ich den Vulkan. Ich finde, das ist viel Vulkanerde. Das riecht vulkanische Erde. Es ist viel diese vulkanische Erde. Ich finde, es ist sehr fleischig, sehr rauchig, sehr würzig. Dürfen wir schon? Ihr dürft immer trinken, bitte. Das stimmt aber wirklich, dass das nach Wildschwein ist. Ja, es ist so ein bisschen dieses Thema, ne, wo du sagst, das hast du auch in der Loire in Frankreich viel, diese oder auch in der Rhone, diese Fleischigkeit eines Weins. Ohne dass es halt zu fett dabei wird. Und das finde ich immer hochgradig animierend. Und das ist halt eine Nerello Mascalese. Dann sind noch 5-10% verschiedenste lokaler Rebsorten mit kuvertiert. Das Ganze liegt im Holz, 18 Monate. Und wird dann abgefüllt. Es ist komplett spontan vergoren, unfiltriert, ungeschönt und komplett einfach so belassen, wie das in der Region typisch ist. Und ich finde, das ist ein absolut spannender, animierender Wein, der halt genau das Gegenteil zu diesem Nero d'Avola mal zeigt. Halt, das sind so Weine, da trinkt man auch mal 3-4 Flaschen mehr am Abend. Und du hast halt eben am nächsten Tag nicht das Problem mit dem Hangover, sondern Der schmeckt gut. Ich war ja letztes Jahr in Sizilien, auch ein bisschen länger. Wir haben auch am Ätna wir haben in so einem alten Haus gewohnt und die Frau, die das vermietet, ist ebenfalls Sommelière, genau. Und die hatten so ein, ich hatte Geburtstag in der Zeit und da hat sie mir einen Wein überlassen, der da in dem Haus auch war. Ja, geht in den Keller und dann holt ihr euch den und den. Und das war ein Weißwein vom Ätna. Oh, cool. Ist nicht bekannt ja da, das ist das, aber der war echt voll lecker, ey. Also es gibt viel Weißwein in Sizilien, aber es ist nicht das Bekannte. Jetzt müsste ich selber kurz überlegen, was das an Rebsorten ist. Das sind viele autochthone Rebsorten, also autochthone Rebsorten sind mal Rebsorten, die aus einer bestimmten geschützten Region oder Herkunft kommen. Aber viel ist ja nicht. Du hast natürlich viel den Malvasia, also gerade so ein bisschen nördlich von Sizilien, kleine Inselgruppe. Nee, das war schon aus der Ätna-Region. Aus dem Ätna, ja. Ist auch, da gibt's halt einen Typen wohl, den haben wir auch getroffen, der halt da so ein paar Weißweine macht. Und cool. Der hat lecker geschmeckt, echt lecker.
Den bauen wir nächstes Mal ein, würde ich sagen. Das müssen wir nachforschen. Aber ja. Ja, du hast das schon viel Sachen. Du hast halt in Sizilien auch viel so diese Thema nachher Naturbelassenheit bei Wein, ne, weil es halt einfach sehr sehr heiß ist, aber halt viel diese Höhe, du hast viel Arbeit mit Beton oder Amphoren ebenfalls. Das macht Ariane Occhipinti zum Beispiel auch. Du hast halt oft so ein bisschen sehr aromatische Weißweine, ne, also die so ein bisschen in dieses sehr floral, kräutrig, blumige gehen. Ja, das stimmt. Schöne straffe Säure. Ja, so weiter. Ja. Ja. Ja, das gibt ja gute Sachen. Aber das ist immer so ein bisschen, wo ich sage, viele Weinregionen werden immer sehr auf so ein, zwei, drei Weine komplett runtergebrochen und oft ist das Interesse gar nicht da, auch mal zu schauen, was gibt's denn da noch, ne? Und in der Region, also wir waren in Lingua Glossa, das ist so ein Dorf da und auch relativ hoch schon und das ist so krass dort, weil das ist einfach ein Dorf, es ist wirklich ein Dorf, ne, nicht jetzt so wirklich ganz klein und trotzdem sind da einfach so drei Lokale, die halt irgendwie Michelin-Erwähnung haben, ja, und so, ja. Du gehst halt rein, kriegst unfassbar leckeren Wein und isst halt für die Götter und das kostet halt 25 Euro. Oh. Ist absurd, nein. Einfach. Man ist so, das kann doch niemals, wie geht das so? Und ja, und auch, du gehst auch irgendwie zum Metzger oder sowas, ne, und das ist halt, ich hab da ein Schwein, einfach ein Kotelett geholt, weil er mir gesagt hat, so ey, kauf mal das so. Sehr gut. Von einem schwarzen Schwein oder sowas. So habe ich das zumindest verstanden mit meinem schlechten Italienisch. Dass hier jetzt besser wird. Ja, genau, da war es immer noch sehr, sehr schlecht. Und ja, das ist dann halt auch einfach, da sind die Tiere, die wohnen da auf der Wiese und das ist halt nicht irgendwelches Furchtbares so. Das ist halt okay. Und ich baller das einfach nur in die Pfanne. Ich habe nichts gemacht. Ich habe ein bisschen Salz drauf gemacht und Spargel dann in dem Fett halt irgendwie noch ein bisschen angebraten, geil. So Kram. Und es war so unglaublich lecker. Ich war ein Bissen und ich war direkt so, ich weiß nicht, ob ich jemals so leckeres Fleisch gegessen habe. Das ist halt das Schlimme. Die Einfachheit, ne? So. Ja. Das war jetzt echt kein Ding. So, ich habe das halt gebraten. So, Es ist das Produkt und häufig wird das Produkt einfach nur verschandelt. Ja. Genau. Du kriegst natürlich, wenn du da jetzt irgendwelchen Kram raufgehst oder überwürzt, ja, dann schmeckt es danach. Ja, aber lass doch das Produkt erstmal wirken. Ja, genau. Das ist das Wichtigste. Kaufst du halt geile Garnelen. Ist ja auch manchmal, bei Musik häufig so, ja. Dass sie dann auch wirken kann, weil sie ganz pur ist. Man muss sich halt einfach eine Verfieser kaufen. Einfach aufnehmen und dann ciao. Aber rot muss sie schon sein. Die, ne? Muss rot sein. Ja. Die Verfieser. Ja. Ich glaube, wir müssen langsam Abschied nehmen. Aber so vorher. Traurig es auch ist. Ja, es ist traurig. Aber wir haben ja schon die nächste Einladung ausgesprochen. Ja, aber jetzt bist du ja erstmal noch on Tour, ja. Und du müsstest uns, darfst uns, solltest uns jetzt nochmal erzählen, was denn gerade noch an aktuellen Projekten läuft. Also erstmal habe ich gerade eine Platte fertig gemacht, so, und jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, wie können wir die rausbringen, wo finden wir Leute, die damit Lust haben, das zu machen und so, und dann hoffe ich, dass wir dieses Jahr dann eine Platte wieder raushauen und so. Und ich spiele noch ein paar Gigs. Ja. Hängt man immer noch ein bisschen so mit einem Fuß in dem Corona-Nerv drin, so, aber so langsam geht's wieder los. Und dann hoffe ich sehr, dass nächstes Jahr einfach endlich wieder ganz normal ich meinen Beruf ausüben kann. Und dann einfach eine Platte kommt und man spielt richtig und so, ja. Und ansonsten gibt es ein kleines Restaurant und es wird noch ein kleines Set gespielt am Abend. Genau. Das wäre doch ein Traum. Okay, weißt du, wenn du einen guten Sommelier brauchst, ne? Und ich helfe dir auch noch in der Küche. Na geil. Dann sag Bescheid, wir machen mit. Ja, perfekt. Ja? Und weil wir noch nichts Neues haben von dem neuen Album, spielen wir jetzt nochmal aus dem Staub-Album von 2013. Und da wünsche ich mir, dass du uns das einmal sehr schön auf Französisch ankündigst und den Abschied nimmst von uns. Okay. Alors, la dernière chanson pour aujourd'hui, c'est la chanson qui s'appelle Ici. Hier halt. Vielen Dank. Toll, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. War ein ganz toller, schöner Abend hier am Wohnzimmertisch. Nochmal anstoßen. Vielen Dank. Cheers. Zum Wohle. Ganz egal, wo ich bin, ich will weg. Irgendwie ergibt das immer einen Sinn. Doch der scheiß Horizont bewegt sich nicht vom Fleck. Und die graue Suppe staut sich in den Regenrinnen. Die Flugzeuge fliegen über mein Dach. Und die Züge bringen die Scheiben zu vibrieren. Und ich denk endlose Schleife.
Leben in ein ewig weißes Blatt, aber alle landen hier, hier, hier. Zwischen Schreibtisch und Bett, wo man nie genug drin ist und nie weit genug weg. Hier, 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 wo es gar nicht mal so schlecht ist, ja vielleicht sogar ganz nett. Und ich weit genug weg, und ich weit genug weg, und ich weit. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart bei dieser Episode von Vinyl und Wein mit Maxim. Und natürlich findet ihr alle Songs und alle Weine, die wir hier konsumiert und gehört haben, in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Episode wieder dabei seid, die da sein wird mit Steffi Stephan von Panikorchester. Denn wir feiern mit ihm gemeinsam 50 Jahre Panikorchester. Das wird eine Gaudi und in der Zwischenzeit freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns liked, wenn ihr uns empfehlt auf den einschlägigen Plattformen wie Spotify, Apple, Amazon und wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Wir freuen uns sehr. Also, bis bald. Wo es gar nicht mal so schlecht ist, ja vielleicht sogar ganz nett und ich weit genug weg.